Der Hadith beginnt damit, dass die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei ihm sitzen. Ihr müsst euch ja vorstellen, die Stadt Medina ist eine kleine Siedlung. Ist keine große Stadt, ist eine Form von Siedlung. Das heißt, die Leute kennen sich. Die kennen sich. Und ihr kennt auch einen Fremden. Die Stadt liegt zwischen der Wüste oder irgendwo inmitten in der Wüste. Und da kann nicht einer von irgendwo herkommen, ohne dass man Spuren der Reise auf ihm sieht. Und das war der erste Grund dieser Verwunderung. Umar ibn Khattab drückt das in einer Art aus, in der man Verwunderung heraushören kann, dass diese Person noch jemand ist, den sie kennen. Und noch sieht man auf ihn irgendwelche Spuren der Reise. Im Gegensatz dazu sieht man strahlend weiße Kleidung, strahlend pechschwarze Haare. Und das sorgt natürlich für Verwunderung. Wer ist denn der Mann? Und danach erwähnt er, auf jeden Fall, die Ahlul Ilm sagen hier auch, dass aus diesem Hadith entnommen werden kann, dass man in derartigen Situationen eine gewisse Kleiderordnung einhalten sollte. Nicht? Das heißt, man geht nicht im Schlafanzug oder in Abendkleidung, die du zu Hause trägst, nicht? Sondern man passt sich an entsprechend der Situation. Wenn es eine Situation ist, in der man beispielsweise hier geht es um die Vermittlung von Wissen, dass man sich entsprechend auch dem Umstand gemäß etwas schick, sage ich mal, ankleidet. Und das ist überhaupt nicht verwerflich, yani, dass man sich so ankleidet. Im Hadith von Ibn Abbas, als Ibn Abbas zu den Khawarij ging, er ging zu den Khawarij, um mit ihnen zu diskutieren. Es waren ca. 8000 Khawarij, eine Gruppierung, 8000 Khawarij waren es. Und er wollte zu ihnen hingehen, sprach mit Ali darüber. Und Ali sagte, ich fürchte mich um dich. Wenn du hingehst, dass sie dir vielleicht was antun. Und dann sagte er, guck mal, das ist auch interessant, was Ibn Abbas sagte. Es sind nicht immer Differenzen, die eine gewisse Zwist schaffen zwischen Menschen. Also ich meine Zwist, der auch ja nie Gewalt oder so folgt. Er sagte, ich fürchte mich nicht. Warum? Er sagt, kuntu rajulan hasan al-khuluq lam udhi ahadan. Ich war also auch schon früher und auch heute eine Person mit gutem Khuluq. Ich habe noch nie jemanden gekränkt. Und er meinte damit, das werden sie auch wissen und das werden sie respektieren, Meshi. Auch wenn sie sich Allah Ta'ala annähern damit, die Muslime zu töten. Aber vielleicht werden sie das ja nie, werden sie sich daran erinnern und dementsprechend werden sie mich verschonen. Und dann sagte er, er ist zu ihnen hingegangen und er fragte sie, was gibt es denn, was ihr beanstandet? Gegenüber Ali, weil das war ja ihre Hauptkontrahent. Und sie sagten, drei Dinge gibt es. Jedenfalls haben sie, das erste, was sie gemacht haben, Ibn Abbas hatte sich ein jemenitisches Gewand, ein schönes, edles jemenitisches Gewand angezogen und ist zu ihnen gegangen. Das erste, was sie gesagt haben, ma hadha al-libas, was ist denn das für eine Kleidung? Ja, das gehört sich nicht so. Das gehört sich nicht so. Das ist zu weltlich. Und dann sagte ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er so ein jemenitisches Gewand trug. Und hat ein paar Sachen von Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam genannt. Und da hatte sie gefragt, ist das damit erledigt? Ja, dieser Einwand? Sagten sie ja. Auf jeden Fall, dass Allah Ta'ala sagt auch, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Er las außerdem Ibn Abbas, las den Vers, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَهَا لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Sprich, wer verbietet denn die Zina, den Schmuck und den Prunk, den Allah Ta'ala für seine Diener geschaffen hat? Und die guten Sachen an der Versorgung?
Die guten Sachen, die Allah Ta'ala zur Versorgung der Menschen geschaffen hat. Sina, unter dem Wort Sina fällt auch die Kleidung. Und fällt auch mehr als das Notwendige, was man benötigt, um seinen Körper zu bedecken. Allah Ta'ala sagt, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Und nehmt eure Sina, nehmt euren Schmuck bei jeder Masjid. Was ist mit Schmuck gemeint? Der anderen das Bedecken der Aura. Mensch. Aber man kann auch daraus ableiten, dass man eine entsprechende Kleidung trägt. Schöne Kleidung. Deswegen ist es auch mustahab, dass man an Feiertagen, Eid, Jumu'ah, das Beste trägt, was man hat, weil man sich mit Menschen versammelt. Na. Ja.